Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bingo auf dem Gammel-Server. Ich habe den Spielmodus gerade entdeckt und hatte mega Bock drauf. Es ist zum Teil echt schwierig, aber macht ungeheuer viel Spaß. Und ja, das ist auch der einzige Grund, weshalb wir das heute hier spielen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wir gehen jetzt in die Runde. Und wir schauen uns die Items an. Was ist die beste Strat? Eigentlich schon, na, Nether-Ziegelstufe, das ist halt schon heavy. Aber die polierte Schwarzstein, die Kerze, die kannst du vergessen. Nasser Schwamm ebenfalls. Eigentlich das hier. So. Oder der, naja, da ist halt dieses Schwarzstein-Ding. Eigentlich schon so das zweite. Es kann natürlich auch so sein. Dann ist eigentlich das hier ganz geil. Ich glaube, das hier machen wir. Ach du Kacke. Okay. Sumpf, okay. Azalea-Baum haben wir noch nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht, wenn ich so drüber nachdenke. So, wir legen ganz normal los. Ich habe nicht einen Perk, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Wir machen die zweite Spalte. Also, eigentlich total easy. Ja, eine Holzpitzhacke kriegen wir auch easy hin. Wir kümmern uns um türkis glasierte Keramik. Da weiß ich noch überhaupt nicht, wie ich es hinkriege. Also, Cyan, Glazed Terracotta. Terracotta weiß ich, wie man bekommt, aber ist halt auch. Also, Clay weiß jetzt nicht, ob ich den so hier finde. Wir haben einen Backpack, weiß nicht, ob mir das was wirklich bringt. Jetzt mache ich erstmal eine Holzspitzhacke. Dann mache ich mir eine gemütliche Holzaxt. Fürs Erste. Und ich glaube, das war's auch erstmal. Wir kümmern uns direkt um Rinder. Wenn wir eine Geode finden, nehmen wir die natürlich auch mit. Vielleicht, ich weiß nicht. Gibt's hier Clay? Ja. Komme ich hier auch irgendwie wieder raus? Nein. Warum sollte ich mich vielleicht zuerst kümmern? Perfekt. Das baut man zwar am besten mit der Schaufel, aber das ist mir egal. Nehmen wir mal zwei mit. Ich habe keine Ahnung, wie man den craftet oder so. Also ich weiß, dass er am Ende in den Ofen muss, aber ich habe keine Ahnung, wie man Cyan Terracotta macht. Schauen wir mal. Cyan Terracotta. Oh mein Gott. Brauchen 8 Terracotta. Okay, machen wir mal ganz kurz eine Schaufel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht bleibt es auch nicht die einzige Runde, die ich heute spiele. Dann gibt es für euch mehrere Runden zu sehen. So, dann machen wir die alle zu Clay. Die müssen wir gleich in einem Ofen braten. Aber das kriegen wir auch gleich hin. Jo, wir haben die jetzt schon eine Goldhoe gekriegt. Okay, ist hier wohl nur ein Portal in der Nähe, oder? Ich würde mich halt sonst echt fragen, wie Team Blau so eine Goldhoe hat. Weißen Tunnel können wir auch mal holen. So, da unten ist Kohle. Wir brauchen eine einzige davon. So, eine Kohle. Nehmen wir mal eine zweite mit. Wir müssen ja auch nur Rindfleisch braten. Eigentlich ist das Ganze echt entspannt. Wir spielen ja gerade ohne einen vierten. Das ist eigentlich auch echt cool. So, Cyan. Wie mache ich Cyan? Oh nein, ich habe eine Befürchtung. Das könnte jetzt halt alles versauen, dass ich eine Wüste brauche. Ich brauche grünen Farbstoff. Okay, kriege ich. Hey, easy. Gehe ich erstmal zu diesem Dorf. Da gucke ich dann. Wie kriege ich? Ich kann den Schneebiom nach Iglus suchen. Wenn die einen Geheimgang haben, habe ich es ja rein theoretisch. Und sonst wäre es in Wüste. Boah, nee, ey. Okay. Wie sieht's hier aus? Ja, halt Brot, aber ich brauche halt nichts zu essen. Würde jetzt hier eine Wüste sehen, dann ich wäre so gebrochen. Halt, no joke. Soll ich erstmal braten? Ja, doch, ich brate jetzt dann erstmal gleich. Da brate ich mir erstmal Rindfleisch, und. Nee. Doch, die muss ich mir braten. Mache ich dann auch direkt, oder? Die muss ich mir doch braten. Ja, muss ich. Ins Zyan, das ist gerade so, das, was kaputt macht.
Der Rest ist ja eigentlich ganz okay. So. Oh. Wollt ihr eigentlich nicht? Wait, what? Woher? Woher? Okay, this is weird. Das ist mal no joke. Woher hat der das? Der auf das Iglu gegangen, oder? Ist hier eine Wüste. Ja, Amethyst, vor dem habe ich auch noch ein bisschen Schiss. Da weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich ihn herbekomme. Aber, ey. Mir hat der Green Dye gerade schwieriger gemacht. Ist irgendein Perk, der dir vielleicht ein... Der auch! Da muss ja hier eine Wüste sein. Na, verdammt. Ich glaube, ich habe so richtig reingeschissen. Ja, aber keine Goldhau. Wäre auch noch was ich vielleicht brauchen könnte. Oh, Mist. Ich habe keine großen Hoffnungen mehr, merkt man vielleicht. Irgendwie habe ich den Bock, den Modus hier mit Jonas zu spielen. In Zweierteams gibt es sicherlich, keine Ahnung. Ja, als ob hier halt nichts von dem ist, was ich brauchen kann. Aber ich bräuchte dann noch Amethyst. Den werden jetzt die anderen suchen. Der eine sucht nur eine Goldhau. Weiß ich auch nicht, wie die bekommen wurde. Ah, Mist, Mist, Mist. Hab mich verkalkuliert. Warte mal. Hier ist Cape und ich habe nicht einmal Cape abgebaut. Anscheinend war hier jemand. Da hinten wird es halt schon wieder kälter. Ich wollte gerade slash spawn machen, aber ich glaube, ich mach's. Gucken wir mal. Ah, wir müssen ja mein Boot stehen lassen. Ja, ihr könnt halt jetzt auch drauf spielen, hier ein Iglu zu finden. Aber darauf möchte ich eigentlich nicht spielen. Glaube ich, diesmal so in diese Richtung. Ich habe mich wirklich grandios verschätzt. Ärgert mich gerade ein bisschen. Ey, was will denn der Strange? Oha. Wie schön. Ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe ja Polarlichter. Wie cool. Also schick ist so ein Shader schon. Man könnte jetzt halt nur den Snowball so mitnehmen. Aber es bringt halt nichts. Einen nassen Schwamm kriege ich trotzdem nicht zusammen. Ja. Da hat jemand einen Amethyst gefunden. Team Gelb. Ey, come on. Schauen wir mal, wo Leute drin sind. Hier sieht's gut aus. 6 von 8, ich glaube, da gibt es Zweierteams. Komm. Maxi, Max, GG. Also GG. Okay, das wird was. Komm. So. Ich guck mir mal was an. Das ist halt Quatsch. Overall, was haben wir auch hier für ein Setting? Zweite horizontale von unten. Da ist halt eine Kerze. Könnte dauern. Schere und Bienennest. Okay, ich kümmere mich um Lektern und Goldhelm. Und du um die Kendall. Los. Okay. Dann ist unser Job Goldhelm. Und Lektern. Schaffen wir das? Let's go. Hat er okay geschrieben? Nee, aber wird schon passen. Ja genau, Kies ist halt keine Herausforderung. Deswegen habe ich das bei uns nicht mit reingenommen. Findet man halt sowieso. Damit hole ich das erste Item. Genauso wie ein Steinschwert. Ey, bitte. Das ist nicht schwer. So ein Goldhelm ist halt dann schon ein bisschen komplizierter. Und, die Kerze, da bin ich gespannt, was er macht. Die dauert halt ewig. Dann kümmere ich mich mal um ein Steinschwert. Also ich hätte jetzt nicht diese Achse genommen, die er gesagt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich vertraue ihm jetzt einfach mal, dass er weiß, was er tut. Dass wir nicht am Ende beide eine Kerze suchen.
Damit habe ich ein Steinschwert. Sehr schön. Mache mir nur eine Steinaxt dazu. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles Wichtige. Oh, okay. Na gut, den brauchen wir halt, ob wir es nicht. Also ich könnte auch ein bisschen auf die anderen Sachen achten, aber ist halt eigentlich Quatsch. So. Was interessieren sie mich? I mean, Heart of the Sea ist schon möglich, aber halt auch nicht ganz easy. Naja, mein Job ist ja ein Lektern. Bedeutet, ich nehme Sugarcane mit. Jo, perfekt, genau jetzt. Da sehe ich hier, sehr schön. Weil ich mir die Bücher so machen muss. Bräuchte in dem Fall schon gut Bücher, also ja doch. Ich glaube, dafür schwimme ich sogar schnell hier rüber und hol mir den Sugarcane. Von unter Wasser brauchen wir nichts in unsere Leinen. Ich glaube, die Leinen haben viele gewählt. Danach bräuchte ich halt Kühe. Ja. Oh, rot. Aber die Disc wird halt dann bei denen witzig. Ey, ich hoffe, dass mein Typ nicht stirbt. Und er reicht. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt noch mindestens 3 Leder. Dann haben wir auch den Lektor. Dann brauchen wir von meiner Seite, die ich mir ausgedrückt habe, nur noch den Goldhelm. Das ist ja eigentlich ganz easy. Ey, zu zweit ist das Ganze schon wesentlich cooler. Wenn man jetzt nur mit der Person irgendwie reden könnte, so Teamspeak, Discord-Teamspeak-mäßig, das wäre nur wirklich 10 von 10. Aber das ist auch in Ordnung, wenn nicht halt. Braucht man halt nicht so. Ja gut, Blue Dye können wir jetzt schon auch mal mitnehmen. Das gehört halt nicht dazu, so. Nehmen wir mal mit. Ja gut, Seetang hätte ich auch mitnehmen können, aber es bringt mir halt nichts. Es gehört nicht zu der Line, die wir uns ausgesucht haben. Aber Rot hat tatsächlich eine 4 von 5, aber eben die Disc. Dafür müssen sie jetzt mit Creeper und mit Skelette Creeper abschießen. Und das kann schon tough werden. Bro, was ist eigentlich die Mission von Team Blau? Oh. Na, dich wollte ich eigentlich nicht. Also, die sterben ja am laufenden Meter. Irgendwie macht dieser Spielmodus Spaß. Also wirklich. Wenn man Kühe findet. Mann. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so habe ich richtig Bock, das mal mit Jonas zu spielen. Einfach da mal gemütlich zu zweit im Teamspeak reden und spielen. Kann es eigentlich sein, dass ich gerade immer noch auf der Suche nach verdammten Kühen bin? Willst du mich gerade verarschen? Hallo? Brauche ich verdammt nochmal nur Leder. Ah ja. Bin hier nur ein Eis-Ding, so. Cool. Ey, ich brauche halt nur Kühe. Und danach halt den Goldhelm. Also, Rune Portals nehme ich gerne an. Dörfer genauso, weil da sind manchmal Kühe oder schon direkt Lecterns. Das wäre natürlich traumhaft, wenn da schon Bibliothekar dann rumspazieren würde. Ja, oder halt nicht und man sucht gerade seit, keine Ahnung, wie vielen Minuten eine verdammte Kuh. Das ist natürlich die zweite Option. Weg. Wäre hier sogar nur eine Lush Cave, aber ich brauche es halt nicht. So, hier sieht es doch so aus, als würden hier Kühe leben. Komm, ey, wenn der Typ mir jetzt Leder besorgen kann, das wäre sowas von cool. Ja, die haben es schon zum Teil halt. Bisschen doof. Let's go. Ey, ich hasse euch Viecher gerade so sehr, ne? So, jetzt habe ich am Schluss gleich nicht genügend Holz. Aber doch, habe ich. Dann haben wir hier ein Lektern. Sehr gut. So, und wir haben ein Dorf. Und ich hoffe gerade, dass da eine Blacksmith ist, wo ein bisschen Gold drin wäre. Das wäre halt Premium. Wirklich. Komm schon, komm, Blacksmith. Oh, verdammt. Da ist eine Blacksmith. Okay. Wenn da jetzt 5 Gold drin sind, das wäre ja mal sowas von legendär. Ja gut, ist halt schön. So. Obvious, unnötig. Und natürlich eine Hose. Ich sehe damit auch, genauso wie Basti, absolut ich sehe damit dumm aus. So, allerdings, um so schön der Shader auch ist, wenn ich auf dem Wasser bin, mache ich ihn mal raus. Aus dem simplen Grund,
dass ich sonst nichts sehe unter Wasser. Na ja, gut. Ich komm, dann nehme ich Seetang eine Runde mit. Das ist halt obvious unnötig. Und jetzt geht's auf die Suche nach Portals oder Shipwrecks, wo Gold drin sein könnte. Uns fehlt noch ein Goldhelm und eine Candle. Die Candle macht hoffentlich er. Aber sagen wir mal so, ich habe bisher 3 Items gemacht. Lol. Das habe ich nicht gesehen. Bro, ach. Nee, es gibt unnötige Momente, Dolphins Grace zu bekommen, gell? Okay, okay. So. Dann gucken wir noch hier. Ah, ey, cool. Ja, gar nicht so, dass ich gerade dabei bin, es zu suchen. Dann suchen wir jetzt, gucken wir jetzt beide. Weißt du was? Dann gehe ich jetzt, dann lasse ich den Schatz Schatz sein. Dann gehen wir jetzt zu minus 50 und 225. Lol. Ich glaube, ich habe gerade einen Spawn von einem anderen gefunden. Aber ich glaube, der macht jetzt so hat mehr Sinn. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Beehive, wo vielleicht nicht 30 Creeper chillen. Scheiße, ey. War vielleicht dumm, hier zu landen, aber alles gut. Wir bräuchten auf jeden Fall noch Rot. Ich habe Rot. Sehr schön. Alles klar, hier sind auch Kühe. Werden soll ja die gerade 3 Stunden danach gesucht. Oh, damit habe ich ja gerade gar nicht gerechnet. Dann holen wir uns mal ein paar Strings. Und jetzt brauchen wir noch ein Beehive. Haben wir gewonnen? Ach Mist. Wir haben leider nicht gewonnen. Ja gut. Dann war es wohl nichts. Das war jetzt schon die 2. Runde. So, aber ich muss jetzt leider aufhören. Deswegen beende ich hiermit auch das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst unbedingt eine positive Bewertung und ein Abo da. Habt ihr leider noch einen traumhaften Tag. Haut rein und ciao. Leute.